Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt. Nein, ich kann das nicht, sorry. Ich wollte es sehr cool aufziehen, falls ihr der lieben Frau Unfug auf dem vom Kanal Unfug Rundfunk auf Instagram folgt. Sankt Öpsel, ne? Ich wollte das jetzt ein bisschen, aber ich kann das nicht. Ich bin das nicht. Ich wollte heute mal witzig sein. Vergessen wir das. Heute sind wir nicht witzig, heute sind wir total ernst. Spaß. Als ob ich ernst sein könnte. Naja. Worum wird es heute gehen in meiner Predigt? Endlich mal der Primark Haul. Und am Ende zeige ich euch noch die aktuelle Wutbox für den Oktober, ist das, weil ich extrem feiere. Das heißt, Make-up kommt heute tatsächlich gar nicht so viel. Ich zeige euch aber, was ich heute benutzt habe, denn ich habe heute mein Augen-Make-up mit der Revolution Make-up, Revolution, wie auch immer sie jetzt heißen, Otto Karl Gustav, Iconic Division Reloaded. Reloaded Iconic Division, so rum. Dieses Tubes für Subculture geschminkt. Und unsere Lippen haben wir 70% Yum von den L'Oreal Chocolat. Ich hatte heute Bock auf Dunkel. Und wenn man Bock auf was hat, dann macht man das. Ne? Solange man einen Look rockt, ist das vollkommen in Ordnung. Was ich mal angesprochen hatte, in meinem Aufgebrauch, glaube ich, wo auch einige gesagt haben, das haben die noch nie gesehen, der Seifenspender aus unserer Küche. Falls ihr das aufgebraucht gesehen habt, mein letztes, das ist in Form eines Nutella-Glases. Und so sieht das Schätzchen aus. Das habe ich selbst gebastelt. Also ich habe das Nutella-Glas gereinigt, also das Nutella gegessen, ne? Und weil es leer war, das Nutella-Glas komplett gereinigt. Und habe das Schild komplett mit durchsichtigem Paketklebeband beklebt, dass das halt nicht abgeht, dass man da auch mal drüber wischen kann. Wenn man das dann hier aufschraubt, da habe ich dieses Inlay, da ist ja noch Silber oder so Pappe, habe ich rausgemacht und dann habe ich ein Loch durchgebohrt für den Pumper. Der Pumpspender ist von irgendeiner normalen Creme oder Seife. Da muss man halt gucken, dass man einen findet, der von der Höhe her passt. Und dann muss man einfach, ihr seht es, ich kann den auch ganz einfach rausmachen. Ich habe das Loch in der Größe von dem Schlauch reingemacht und dann steckt das ja hier oben drauf und dann sieht man nicht, dass das nicht so schön ausgeschnitten ist. Genau, also man braucht einfach nur eine leere Flüssigseife und ein leeres Nutella-Glas. Was man machen kann, habe ich bei der ersten Ladung, also bei der allerersten Ladung auch gemacht, man kann in die Seife ein Mühe-Backkakao untermischen. Dann wird das auch noch braun. Dann sieht es auch noch aus wie ein Nutella. Das spare ich mir jetzt mittlerweile, ja. Aber das ist der Nutella-Seifenspender, den ich mal selbst gebastelt habe. Ja. Jetzt habt ihr es gesehen. Falls ihr Bock habt, das nachzubasteln, dann schickt mir mal Bilder. Ich habe mir wieder was zu trinken besorgt. In einem total geilen Kinderüberraschungsglas. Das sieht aus wie Popel. Popel. Da gab es irgendwie ein Geschenkset, weil Kinderüberraschung irgendwie Geburtstag hat. Und ich bin, als Kind habe ich Überraschungseier geliebt. Mittlerweile ist da nicht mehr so viel cooles Zeug drin. Aber dann gab es noch so ein Glas dabei. Was ich hier trinke, ist, das zeige ich gerade, weil ich fand das so geil, ist ja sowieso Dauerwerbesinnung, von Innocent, und zwar Kiwi Wonder. Ich habe das im Laden so gefeiert, ich habe so gelacht, die Leute gucken dann immer ein bisschen komisch, aber hey, ich fand's geil. Kiwi Wonder mit Kiwi, Apfel und Limette schmeckt auch noch ultra geil. Und ich finde, die geben sich immer so viel Mühe. Hier gibt es ein Smoothie-Sichtfenster. Da seht ihr hier, da kannst du Obst sehen und da kannst du noch mehr Obst sehen. Ja, seht ihr da noch mehr Obst? Und hier in dem Fenster seht ihr das zwei Weintrauben beim Arm drücken. Könnt ihr die sehen? Ja. Ich finde es geil. Der, wie gesagt, der schmeckt gut. Und den trinke ich jetzt und... Ah, ich bin ein Verpackungsopfer, wenn man da noch so geile Sachen macht, dann. Also es ist nicht nur beim Make-up bei mir so. Hm? Gut, so viel zu dem
Zeug aus rum. Jetzt geht's endlich zum Primer Call. Ich habe versucht, die ganzen Sachen wieder hier zusammenzufriemeln. Keine Ahnung, ob das so geklappt hat. Es kann sein, dass mir so während dem Drehen einfällt, dass es auch noch dann laufe ich und hole den Kram. Es gibt dann wieder eine Chaos-Edition. Wir werden sehen, worauf das hinausläuft. Wir fangen an. Ich habe ganz schön viele Socken gekauft. Davon habe ich auch schon ein paar in Benutzung. Das heißt, die sind ja dann... Ich muss mal... Also, ja, so lege ich meine Socken zusammen. Aber damit ihr das seht... Also, ein paar davon kann ich euch zeigen. Gehst du wieder zu ganz? Einmal ein Dreier-Set mit Krümelmonster-Socken. Die andere habe ich gerade in der Hand gehabt. Also, es waren drei Stück. Krümelmonster, ich liebe Krümelmonster. Ich bin auch ein Krümelmonster. Dann Pushy. Das war auch mal ein Dreier-Set. Die sind auch in Benutzung. Es kann sogar sein, dass ich davon ein paar anhabe. Ich weiß es nicht. Aber Pushin-Söckchen, ich mag Pushin. Dicke, fette Katja. Nochmal Pushin, aber Halloween-Edition. Da seht ihr das komplette Dreier-Set. Trick or treat. Eine Hexe. Ein Spukschloss. Pushin-Socken. So. Und dann, das war auch ein Dreier-Set. Da habe ich zwei noch. Das dritte war Hey, die Madame von Schneewittchen, ne? Die Bad Girls, fand ich geil. Queen of Mean. Und bei dem dritten war hier die Uschi drauf. Ich komme nicht auf den Namen. Die böse Schwiegermutter, ne? Voll das Klischee. Da hat die ganz schön Bies geguckt. Und da stand dann Current Mood oben drauf. Ja, das Dreier-Set. Und dann noch Mickey Maus. Der Gude hat ja Geburtstag scheinbar. Die sind einfach so. Und hier ist dieses Mickey, ein bisschen flauschiger. Aber Mickey Maus. So. Wie gesagt, davon habe ich auch schon ein paar in Verwendung. Also. Und, das fand ich mal richtig geil, diese Flausche-Socken, aber in halbhoch. Also nur so, wie heißen die? Sneaker-Socken. Ich mag eher Sneaker-Socken. Ich habe das nicht so gerne mit so hohen Socken. Ich habe gerne Sneakersocken und jetzt habe ich Sneakersocken in Flauschig, Freunde. Das waren so Sets. Ich glaube, es waren immer zwei. Einmal hell, einmal dunkel oder waren die so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir da zwei Sets mitgenommen, weil ich, wie gesagt, nur Sneakersocken. Also am liebsten. Ich habe auch höhere Söckchen, aber am liebsten trage ich Sneakersocken. Jetzt habe ich welche für den Winter. So, das waren Socken, Freunde. So, ich habe mir auch Gürtel gekauft. Die hängen hier hinter mir. Moment. Ich hatte nicht wirklich Gürtel. Da habe ich mich mal eingedeckt. Was soll ich dazu sagen? Ihr seht hier den Längenunterschied. Ne? Der schwarze ist Größe S. Die haben ja bei Primark veränderte Größen. Irgendwie. Improved Sizing, keine Ahnung, ich blick da nicht durch. Also irgendwie sollen jetzt, ist jetzt S, also ich glaube, die Größen sollen jetzt größer sein. Also S ist jetzt nicht mehr, sondern normal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der schwarze ist S, der braune soll XS sein. XS ist da das kleinste. Ich wollte XS haben für High-Waist-Hosen. Das kann ich vergessen. Denn S-Gürtel wollte ich ja dann für weiter unten. Welchen hat er denn jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, den S-Gürtel hatte ich schon an. Den wollte ich dann für normale Hosen. Ne? Also da trage ich dann den Gürtel so unsere Hüfte. Mein Freund musste mir dann noch zwei Löcher reinmachen. Also er hat zwei reingemacht, einer hätte auch getan, aber er wollte, dass das gleichmäßig aussieht. Ich finde, man sieht gar nicht so, das hat er recht gut gemacht, der Kerl, ne? Also, ja. Was bedeutet, wenn ich den XS-Gürtel dann für High-Waist-Hosen, also das ist aber auch, da guckt dann noch ordentlich was rum. Also das ist ein Gürtel, den kann ich auch tragen, wenn ich mit Vierlingen schwanger bin. Das heißt, bei dem XS-Gürtel wird es auf das Gleiche hinauslaufen. Da werden noch
Knöpfe, Löcher reingemacht werden müssen. Und da wird dann hinten ein ganz schönes Stück noch rausgucken. Gleiches Problem bei denen, das sind auch XS, die gab es im 2er-Set. Das sind auch XS-Gürtel, also da wird es dann auch auf mich zukommen. Tolle Knolle, ganz toll. Ja, ich weiß ja auch nicht, was ich damit mache. Ob ich die dann vorne abschneide, keine Ahnung. Oder mir da noch was dranhängen. Ich mache gerade mit den Sachen weiter, die hinter mir liegen. Einmal, und das ist das Genialste, was ich gefunden habe. Man möge meinen, eine stinknormale, etwas dickere, wie man vielleicht schon sieht, Leggings. Die ist von innen komplett gefüttert mit so einem Flauschekram. Das ist, also das sieht dann natürlich auch ein bisschen kräftiger aus, wenn man die dann anhat, ne? Also so. Die hält gut warm. Und was ich mir im Nachhinein gedacht habe, wir gehen ja auf Mittelaltermärkte. Falls jetzt, habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube ja, gell. Und da ist, also das kann halt gut möglich sein, dass es dann nachts so auch teilweise eventuell mal die 0-Grad-Grenze erreicht. Und wir haben ja ein gut ausgekleidetes Bett mit warm so, ne? Gutes Deutsch. Aber dafür kann ich die halt auch perfekt anziehen für die Nacht. Dann auch dann eine Jogginghose drüber und dann brauche ich da nicht 5 Schichten, sondern habe nur eine. Und das weiß ich noch, die hat 7 Euro gekostet. Also für 7 Euro, very nice. Jetzt komme ich mal auf den Boden. Dann habe ich mir einen Rock gekauft. Den hat mein Freund entdeckt. Der sieht so aus. Und der ist dieses, heißt glaube ich Paperback. Das ist, wenn man eine Papiertüte nimmt und die oben so zusammenkrumpelt, dann... So ist das. In diesem, das ist das Hahnentritt, hieß das, glaube ich, bei Windows 95 und 8. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Hahnentritt, ich glaube, das war ein Hintergrundbild. Bei den ganz alten Windows-Dingen. Ich glaube, das ist Hahnentritt. Hat dann hier halt, ne, um dieses Paperback zu machen und das guckt dann halt oben so ein bisschen. Ja, den hat mein Freund gefunden. Hat er jetzt gut gemacht, der Kerl. Das ist mein dritter. Und dann, das hängt hier jetzt so rum, ich hole da mal einen runter. Habe ich mir Bodies gekauft. Jetzt denkt ihr euch. Ja, also einmal langärmelige Bodies. In so einem Feinripp ist das. Da sieht man es ganz gut. Und die sind halt für unten auch zum Auf- und Zumachen. Also ist jetzt keiner, wo man dann sich, wenn man dann mal auf Klo muss, sich komplett nackig machen muss. Nee, das kannst du hier so schniepeln. Habe ich mir einmal in schwarz und hier hängt noch einer in grau drauf gekauft. Ich glaube, die haben 6 Euro gekostet. Das war jetzt auch nicht so eine Brille. Also, nicht mordmäßig teuer. Die habe ich mir aus einem Grund gekauft. Ich ziehe im Winter und im Herbst auch gerne mal so ein langärmeliges Oberteil an, so ein enges, und dann ein T-Shirt von mir drüber. Dann kann ich nämlich meine T-Shirts auch im Winter tragen. So. Und, dieses Body-Prinzip fand ich halt extrem cool, weil das hängt ja dann automatisch in der Hose drin, weil es ja unten im Schritt zu, ne? Und dann rutscht das nicht immer so aus der Hose raus und dann wird es kalt und dann zieht es da rein. Also dafür habe ich das mir gekauft. Genau, haben hier so eine Knopfleiste, die kann man auch aufmachen, wenn man denn möchte. Ich möchte nicht, aber man könnte. Mal wieder zu. Ja, also wie gesagt, einmal in schwarz, einmal in grau, um im Winter oder im Herbst dann noch ein T-Shirt drüber zu ziehen. Und dann, das ist, hätte ich mir den Kleiderbügel auch sparen können, mache ich auch gerade, dass noch was hinter mir hängt, habe ich mir ein, ich glaube, das ist so dickeres, ist jetzt nicht ganz Flanell, aber so in die Richtung Supernatural Style. Die neue Staffel läuft übrigens auf Sky Ticket. Wir gucken noch nicht. In grün, dunkelblau, kariertes Hemd. Ich mag sowas. Das war der Kram, der hinter mir liegt. Trinken wir noch einen Schluck. Ah, Kiwi Wunder. Dann habe ich mir einmal diesen grauen Pulli gekauft. Der ist cropped, wie man hier sieht, aber halt
upala, Entschuldigung, breit. Und das mag ich aktuell total gerne. Der ist auch von innen wieder so angeraut, was ich auch super mag. Und das überlebt auch die Wäsche. War das jetzt richtig? Das überlebt auch die Wäsche? Also wenn man das wäscht, das bleibt auch so. Das wird dann nicht so komisch. Einmal stinknormal schlicht grau. Und weil das auch gerade hier oben liegt, habe ich mir eine Jogginghose gekauft. In grau. in meiner Roomtour. Da hatte ich die an. Einfach eine graue Jogginghose, von innen auch wieder angeraut, schön dick. Graue Jogginghose für zu Hause. Also. So. Dann habe ich, glaube ich, in der Roomtour auch schon gezeigt, von K-Pop die Marshmallow Flavored Toothpaste. Also eine Zahnpasta mit Marshmallow-Geschmack. Ich habe mich noch nicht rangetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst, dass mir schlecht wird. Denn das ist ja also auch 125 Milliliter. Da hast du ja lange Spaß. Denn den Marsch, also es ist noch versiegelt, das riechst du aber schon durch. Ich traue mich noch nicht. Ich finde es witzig, aber ich traue mich noch nicht. Die Farbe kann aufgrund der Vanille in diesem Produkt variieren. Oh, bitte kühl lagern, damit das feine Aroma dieses Produkts nicht verloren geht. Ja. Wir werden sehen. Also ich werde das mal testen. Apropos, also was heißt apropos? Übrigens, wir gehen heute Farbe kaufen, mein Freund und ich, wenn der von der Arbeit daheim ist. Denn wir werden uns, falls ihr mich schon länger verfolgt habt, das vielleicht auch schon mitbekommen, das Rußproblem, was wir über den Winter hatten, dem werden wir uns jetzt annehmen. Ich habe ja jetzt Ferien und mein Freund hat nächste Woche auch ein paar Tage Urlaub. Und dann werden wir die halbe Butze hier streichen. Es kann sein, dass da mal, also ich will mich mal an Insta-Stories probieren. Das ist ja wieder eine Technik, da habe ich ja noch gar nichts mit am Mut aktuell. Ich kann Bilder posten bei Instagram, da bin ich auch, und kann Livestream machen bei Instagram. Aber Stories mit diesem, da kann man ja so geil einfügen. Und oh. Ja, werden wir mal sehen. Ich bin gespannt, wie das wird mit der Katze, ne? Es kann sein, dass wir die dann, dass wir die Tür zumachen oder die Katze dann irgendwo mal für eine halbe Stunde in einem Raum, dass wir da die Tür zumachen, dass sie da spielt. Weil ich befürchte, nein, so wie ich dieses Vieh kenne, ist das keine gute Idee, wenn die im gleichen Raum ist wie ein weißer Farbeimer. Offen. Ja, machen wir weiter. Schlafanzugshose mit Pushi, ne? Und da ist halt dieses, das ich habe jetzt auch geguckt, das ist jetzt, ach, das ist jetzt XS. 34 bis, also XS ist jetzt 34 bis 36, also ist S 38 bis 40. 36, 38 haben die nämlich nicht mehr. So war das. Ja. Also eine Oja Pushin Schlafanzugshose. Die sieht so gekrumpelt aus, wie die habe ich jetzt aus der Bügelwisch. Lege ich auch mal darüber, dass ich das da wieder reinpacke. Noch ein Pulli. Senfgelb mit Mickey Maus. Stinknormaler Pulli halt. Den habe ich jetzt auch in der Größe. Genau, Größe S ist 38-40. Ich trage normalerweise 34 bis 36 und der ist mir jetzt aber nicht schmutzmäßig zu groß. Also ich. Ich weiß ja nicht, was da der Sinn jetzt dabei ist. Ja, auch der ist von innen wieder hier so angeraut. Auch der hat zwar schon überlebt, auch der kommt aus der Bügelwäsche. So, machen wir mal mit Schlafklamotten weiter. Ich habe mir ein Schlafanzugset gekauft. Das ist die Hose dazu. Die interessiert mich aber jetzt. Also die ist jetzt für den Sommer. Jetzt nichts mehr für diese Temperaturen. So eine Hose mit Burgern, Pommes und was zu trinken. Und das T-Shirt ist das. Perfect Night, hier wieder Pushin, ne? Und das ist verdammt durchsichtig. Also, ich kann es mal drehen. Kann man den Aufschrift noch gut erkennen, nicht? Das ist die Rückseite. Aber das ist, ja, sehr durchsichtig. Aber ich schlafe da drin. Das ist mir relativ egal. Man muss halt nur aufpassen, weil wenn ich Zeit habe morgens,
Und dann sitze ich noch relativ lange in meinem Schlafanzug hier irgendwo rum und trinke in Ruhe meinen Kaffee und so. Ja, dass dann irgendwann die Tür ans S an der Tür klingelt und ich dann aufmache. Da muss man aufpassen. Dann, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, bin ich felsenfest davon überzeugt, habe ich ja das mal von meinem Freund bekommen, wo wir beim Primark in München waren. Mighty Ducks, Freunde, das ist ein T-Shirt aus der Männerabteilung. Das zeige ich euch jetzt nur mal als Referenz, denn ich habe von meiner Mama den passenden Mighty Ducks Pulli geschenkt bekommen aus der Herrenabteilung. Wer kennt die Mighty Ducks? Wer kennt die Mighty Ducks? Ich habe einen Kanal gefunden auf YouTube. Also da gab es ja die Filme, 3 glaube ich. Und es gab eine Zeichentrickserie Mighty Ducks. An die erinnern sich nicht viele. Und ich habe einen Kanal gefunden auf YouTube. Das waren, glaube ich, nur 26 oder 28 Folgen Mighty Ducks. Mehr gab es von dieser Zeichentrickserie nicht, aber auf jeden Fall gibt es auf diesem Kanal alle Folgen zu gucken. Wenn ich dran denke, ich Vogel, setze ich den in die Infobox, falls ihr auch Mighty Ducks gerne guckt. Keine Ahnung. Sollte ich das vergessen, schnauzt mich in den Kommentaren an. Ja, auf jeden Fall den Pulli. Hinten steht nochmal drauf. Ist ESTD 93. Established? Keine Ahnung. Den habe ich in der Größe S. Wie gesagt, ist aus der Herrenabteilung. Bei den Damen haben sie so was Cooles nicht. Kommen wir zurück zu Pusheen. Ich habe mir Pusheen-Pulli gekauft. Der ist in so einem Altrosa mit der Katze vorne drauf. Und den fand ich einfach total süß. Und ich glaube, das ist mein einziges pinkes, oder was so in die Richtung rosa-pink geht, Kleidungsstück. Auch der ist wieder von innen so angeraut, hat hier am Kragen, steht da überall Pusheen, da ist ein ja, ich liebe Pusheen. Mein Freund hat mir auch einen Pusheen-Rucksack gekauft. Den habe ich aber aus dem Claire's. Ja. Pusheen-Pulli. Und noch ein Crop-Pulli. Der ist ein bisschen mehr cropped als der graue eben, aber auch wieder, ihr seht's, breit. Da steht einfach Hey Girl drauf, aber ist in so einem geilen Senfgelb. Und er sieht zu dem Haarentritt-Rock ganz cool aus. Wenn man den vorne so dann ein bisschen reinstoppelt, finde ich ganz cool. Auch der ist wieder von innen so angeraut und flauschig. Dann habe ich mir noch ein Mickey Mouse T-Shirt gekauft. Muss ich mal gucken, weil auch dieses, das war im Sale. Weißes, und ihr seht es, das ist auch verdammt durchsichtig, weil ihr könnt die Mickey Mouse Öhrchen von der Rückseite sehen. Da sind halt die Mickey Mouse Umrisse in verschiedenen Farben einfach drauf. Da muss ich aber mal gucken, da muss auf jeden Fall was drunter. Weil da kannst du Zeitung durchlesen. Im Übrigen, es tut mir sehr leid, dass meine Kamera permanent die Lichtverhältnisse ändert. Ich weiß nicht, wie ich das auf dem iPhone ausschalten kann. Weil ich filme immer noch mit dem iPhone. Aber meine Kamera will vielleicht irgendwann mal Regisseur werden und übt sich. Keine Ahnung. So, dann, das ist auch saugeil, habe ich mir die geholt. Das sind wie so Flausche-Socken mit Anti-Rutsch. Ich benutze die als Bettsöckchen. Haltet mich für verrückt, ist mir scheiße. Ich benutze die als Bettsöckchen. Die sind auch voll bequem, wenn man da mal nachts pipi muss. Die haben 2 Euro gekostet. Die sind mega flauschig und... ja. Ich habe auch auf dem Mittelaltermarkt Bettschüche. Ich schau mal kurz an. So, dann habe ich mir eine Picknickdecke gekauft, aka Schal. In so einem großen cremefarbenen Karo-Muster oder kariert oder ich blick da bei diesen Unterschieden, das sind ja Nuancen, Unterschiede, keine Ahnung, aber hier so, ne? So sieht der Schal aus, der ist jetzt doppelt gelegt, also der ist so breit, aber doppelt so lang wie eben, das ist ein Riesenteil, also für den Winter, da kannst du dich ordentlich drin einwickeln und... Jetzt machen wir mal meinen neuen Herbstmantel. Stehe ich mal so auf. Den ziehe ich nämlich mal drüber. Also, der sieht so aus. Ist senfgelb mit so einem
Fleece. Innen drin halt so ein ganz normaler Stoff, hat Druckknöpfe. Und ich ziehe den mal an, denn das ist mein senfgelbener Imperatormantel. Achtung, Le Kapuze. Das ist ein Ding. Ne? Also ich würde sagen, der Imperator, falls er mal auf Senfgelb, ne, mit dem Trend gehen will, dann kann er sich diese Jacke kaufen. Da wird nichts nass. Das ist ein Riesending. Ja, kann man dann halt hier so zuknöpfen. Geht bis hier. Also für Zwockel reicht der, aber diese Kapuze, das ist ein Mega-Ding. Da kann auch einer mit runter. Hängen wir jetzt mal hier hin. Der senfgelbene Imperator. So, und jetzt haben wir tatsächlich nur noch 4 Paar Schuhe. Nur noch. Und eine Kette. Die darf ich nicht vergessen. Die ist nämlich mega. Fangen wir mal an mit hier den Schuhen. Das sind dreckige Fake Vans scheinbar. Keine Ahnung. Die haben 8 Euro gekostet, sind bequem. Das ist mir relativ. Die habe ich jetzt tatsächlich in 38. Normalerweise habe ich 36, 37. Aber die passen mir in 38. New Improved Sizing, keine Ahnung. Und dann solche Chelsea Boots heißen die, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Hier mit Gummizucht, dass man da so reinschluppt. Einfach mal in schwarz. Und dann haben wir noch 2 Paar hohe. Einmal diese. An denen ist mein Freund schuld. Ich habe die gesehen und dachte, oh, die sind voll schön, bin aber dran vorbeigelaufen. Dann kam mein Freund, boah, hast du die Stiefel gesehen? Die sehen ja voll schick aus. Und ich so, jetzt bist du dran schuld. Ja, in so einem Braun mit so einem breiten Absatz. Und die sind halt hier so geschnürt, aber haben halt hier einen Reißverschluss. Einmal die und einmal diese. In so einem dunkleren Braun, auch wieder ein breiter Absatz. Die haben 2 Reißverschlussschlüsse. Schlüsse, Schlüsse. 2 Reißverschlüsse. Reißverschlüsse. Der äußere jeweils geht nicht auf, der ist Deko, der innere ist zum Reinkommen. Und was ich zu beiden paar hohen Stiefeln sagen muss, ich trage ganz selten hohe Schuhe. Also ist es bei mir auch immer so, ich halte das normalerweise nicht lang auf diesen Dingern aus. Und, jetzt lass mich überlegen. Die dunklen habe ich mir dann irgendwann einfach mal angezogen in der Schule. Kompletten Tag Schule, ne, volle 6 Stunden, hier und da und rumgerenne und bliblablub. Mir haben die Füße danach nicht wehgetan. Ich habe es da drauf ausgehalten. Also das muss ich sagen, die sind verdammt bequem, auch für Leute, die hohe Schuhe nicht gewöhnt sind. Gewöhnt sind, wie auch immer. Die sonst keine hohen Schuhe tragen. Finde ich sehr, sehr cool. Die waren jetzt auch nicht so teuer. 16 Euro? Um die 16 Euro, meine ich. Und jetzt habe ich noch eine Kette. Die habe ich durch Zufall entdeckt. Und ich musste die mitnehmen. Die hat 2 Euro gekostet. Die ist Roségold. Ist eigentlich auch nicht so. Ich habe hauptsächlich Silberschmuck. Aber da ist ein Dino. Und der hat kleine Steinchen als Augen, so Glitzerflitzersteinchen. Das ist. Ich musste die mitnehmen. Ich fand die so mega. Ich fand die echt geil. Ja. Und das war es tatsächlich vom Primark. Achso, nee, Quatsch. Eine Sache habe ich noch vom Primark, die habe ich an, damit ich sie euch zeigen kann. Die Jeans, die ich anhabe. Ist eine High-Waisted Jeans und ich fand die so witzig und war mir aber die ganze Zeit unschlüssig, ob ich sie mitnehmen soll. Meine Mutter sagte, komm, pack sie doch einfach ein, nimm sie mit, die hat 15 Euro gekostet. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Also, ihr seht, die ist High-Waist, ne, geht mir über Bauchnabel. Dieses schmale, also die sitzt an meiner Hüfte, also hier, an dem High-Waist-Abschluss, sag ich mal, gut. Da ist sie natürlich enger als jetzt hier. Das heißt, bei meinem Bobbes, bis sie da drüber ist, muss ich ein bisschen zuppeln. Die ist Mom Jeans, glaube ich, heißt der Schnitt. Und, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe jetzt extra mal die Jugs angezogen, dass man... Ja, wie mache ich denn das jetzt?
ohne dass das jetzt abstürzt, dass ihr das seht. Seht ihr das? Die ist ein bisschen, die sieht aus wie Hochwasser. Kann man, ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen. Ja, also die ist unten relativ weit, die, also generell, und ist aber ein bisschen, sieht aus wie Hochwasser, aber das sieht bei diesen hohen Jugs, finde ich, sieht das extrem geil aus. Also ich finde diese Hose extrem, extrem witzig. Ich kann ja mal versuchen, Moment, so, auf Instagram ein Foto damit hochzuladen, dann könnt ihr das mal sehen. Ich fand die sehr geil. Ist nicht jedermanns Ding, aber ich fand die putzig. Deswegen habe ich die noch mitgenommen. Die sitzt gut. Also wenn, wie gesagt, dieses, was dann an der Taille sozusagen sitzt, über meinem Bauchnabel, das ist ja ein bisschen enger geschnitten als der Teil, der über den Hintern kommt. Ich komme da auch ohne Probleme rein, so ist es nicht, aber es ist halt ein bisschen gezuppelt. Ja, aber ansonsten, dafür sitzt sie dann halt wirklich gut. Die habe ich schon mitgenommen. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Jeans findet. Ich, wie gesagt, ich hoffe, das hat man jetzt gut erkennen können. Ich bin hier nicht der Profi und das wird auch niemals so professionell sein. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das war aber jetzt tatsächlich der Primer Call und jetzt kommen wir noch zur Wutbox. Also falls die euch nicht interessiert. Aber ich mach die nochmal zu. Ich habe die schon umgedreht. Ich krieg die nicht zu. Das Thema dieser Wutbox war Fear. Und so sieht die Wutbox aus. Wie ein Spukschloss oder ein Haunted House, wie auch immer. Und wenn man das denn dann öffnet, ja, sieht das so aus. Und ich zeige euch jetzt, was drin ist. Ich fand das mega. Also einmal hier wieder das Heftchen, wo die Preise drin stehen und auch die Vorschau auf die nächste. Dann ein Print von Chucky. Ist er nicht hübsch? Guck mal, der Kleine, der lächelt sogar. Ne? Für die Kamera. Ja, ist schon ein knuffiges Kerlchen. War auch im Film Ready Player One. Habt ihr den gesehen? Fand ich so geil, die Szene. Dann haben wir hier ein Funko Pop drin von Pennywise with Boat. Da könnt ihr das Bötchen noch sehen. Und da gibt es auch so ein, kennt ihr das Video, wo die das veräppeln, also das alte Es, also den alten Teil, wo dann der Kleine, wo diese Szene, wo das Bötchen da reinschippert. Und dann sagt er so, das ist aber ein schönes Bötchen, was du da hast. Gib mir 5 Euro, dann kriegst du es wieder. Ich habe auch keine 5 Euro, dann mache ich es kaputt. Das kennst du, sag mal Bescheid. Ansonsten setze ich das auch mal in die Infobox. Also ich hab Tränen gelacht, als ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall diese Funko Pop Uhr. Figur, nicht Uhr. Figur. Von Pennywise mit dem Bötchen. Dann als T-Shirt. Das waren noch Zeiten, als da jedes Jahr 5 Teile von rauskamen. Ein Saw-T-Shirt, I want to play a game. Mit dieser Puppe von Jigsaw. Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr cool. Dann, das ist ein Schal oder so ein Tuch mit Venom. We are Venom. Ein riesiges Ding. Und dann noch der Pin, der ja immer drin ist. Und da habe ich recherchiert, von was das ist, weil diese Pins, die haben ja immer einen Bezug zu irgendwas. Und bei dem hatte ich keine Ahnung. Und zwar sieht es so aus. Und es ist von dem Spiel Little Nightmares. Da geht es um ein kleines Mädchen mit gelbem Regenmantel. Und jetzt, wo ich das so sehe, mit der Kapuze, ja, könnte ich mit meinem neuen Mantel auch Little Nightmares spielen. Da, dieser Pin war noch da drin. Machen wir mal die Vorschau.
Die zeige ich jetzt noch für die November-Box. Da. Bitteschön. Das ist die Vorschau auf die nächste Box. Kann ich jetzt aktuell, muss noch ein bisschen drüber nachgrübeln, was das sein könnte. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Genau, aber das war die Fearbox von Woofbox. Falls ihr noch die Preise wissen wollt. Die Funko Pop Figur hat 15 Euro gekostet, wie alle. Das Venom Tuch hat 15 Euro gekostet. Die T-Shirts bei Woofbox sind in der Woofbox exklusiv, die kosten immer 20 Euro. Dieses Art Print von Chucky kostet 6 Euro. Und die Pins kosten immer 4 Euro. Da ist auch ausstaffiert mit einem gelben Regenmantel, muss dieses junge Mädchen hart und hilflos alles tun, um den Monstern zu entkommen, die es auf einem Boot verfolgen. Als Hinweis auch, wie gesagt, wenn man das kennt, dann ist es wahrscheinlich leichter drauf zu kommen. Ich kannte es jetzt nicht, aber es ist vielleicht auch eine kleine Zusammenfassung für das Spiel. Keine Ahnung. Das war's. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal gucken, was ich morgen mache. Ich will morgen auch ein Video drehen. Mal gucken. Wird mir schon irgendwas Schienes bei einfallen, nicht? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Drückt die Daumen, dass wir das mit dem Farbe kaufen und so. Das ist alles funktioverschnaggelt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.